Leute, ich bin's Conny und heute versuchen wir mal kostenlos Robux zu bekommen. Weil wer kennt es nicht? Man chillt in Roblox, denkt sich, boah, ich würde jetzt so gerne die nächste Region freikaufen, aber das kostet noch so viel Geld. Ich könnte hier in den Shop gehen und hole mir einfach mal so 240.000 Coins, aber 95 Robux, ich habe gar kein Geld dafür. Naja, schauen wir mal, was man da so alles machen kann. Zuallererst gehen wir auf die Roblox-Seite. Ich gebe jetzt oben mal in die Suchleiste ein Free Robux und dann gucken wir mal, was uns die Spiele so alles bieten können. Free Robux. So, Escape Robux. Money free. 1 Million Robux Obby. Free. Aber die versprechen alle noch nicht direkt, dass ich Free Robux bekomme. Free VIP. Suchen wir mal hier Steuerung F. Free Robux. Oh. Man müsste es natürlich auch richtig schreiben. Ui, da ist Roblox wohl gerade richtig hinterher, dass man nicht mehr direkt Free Robux schreiben darf. Man darf es scheinbar nur noch andeuten, weil es gab keinen Suchtreffer, in dem direkt Free Robux stand. Wir gucken aber einfach mal hier rein. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem Free Robux. Ich meine, man sieht ja so aus, als würde man ziemlich reich werden, wenn wir die Obby spielen. So, wir sind jetzt hier in irgendeiner Obby drin. Boah, hier gibt es auch ladende Spieler, die tanzen. Aber scheinbar nicht laden. In der Konsole sehen wir eine große Warnung und ein Error. Alles klar. Wo kriegen wir jetzt die Robux? Also hier kann ich mir bisher nur Sachen für Robux kaufen. Das ist ja auch ganz schön. Vielleicht müssen wir die Obby schaffen. Dann machen wir das ja mal. Wow, das ist so cool. Jetzt bin ich schon bei Stage 2. Ja gut, ich werde die Obby jetzt einmal schnell durchspielen. Dann gucken wir mal, ob ich am Ende Free Robux bekomme. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das nicht funktionieren wird. Aber es gibt ja nicht nur diese Roblox-Spiele, die einem versprechen, Free Robux zu geben. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Dazu kommen wir gleich. Ich kann euch schon mal sagen, Free Robux wird euch kein Spiel geben. Ich wollte gerade sagen, technisch ist es gar nicht möglich, dass euch ein Spiel Robux gibt. Aber theoretisch doch. Man könnte tatsächlich ein Spiel so entwickeln, dass es einem Spieler wirklich Robux gibt. Das Spiel muss halt in einer Gruppe sein, die schon Robux drin hat. Und die Person muss dann der Gruppe beitreten, schon eine Weile in der Gruppe sein. Und dann kann man irgendwie triggern über Backend-APIs und irgendein Bot, der dann eine Auszahlung macht, dass man tatsächlich Robux bekommt. Das wird aber niemals jemand machen, weil wenn das wirklich existieren würde, dann würden wir alle schon davon wissen und es wäre auch schon abgeschaltet worden, weil sehr lange würden sich solche Spiele auch nicht halten. Naja, spielen wir das ja einfach mal durch. Oh mein Gott, ich hatte noch nie so viel Spaß in der Obby. Und ist der Typ vor mir gerade runter? Ist der schon wieder runtergefallen? Das ist doch ein Bot. Wer fällt... Okay. Es gibt natürlich doch Leute, die auch bei solchen Obbys runterfallen. Wenn man am Handy spielt, ist die Steuerung ja sehr viel schwerer als an einem Computer, das stimmt. Und dann verstehe ich, dass man runterfällt. Ich habe gerade eben nur nicht dran gedacht. Hier kann ich einfach rüberlaufen. Ja, obwohl die Lücke da war eben ziemlich groß, aber doch, man kann einfach rüberlaufen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay. Aber, oh, wie weit ist denn das noch? Ich werde trotzdem zu dem Typen... Muss ich da in seinen... rein. Okay, werde ich machen. Ich würde sagen, damit ihr euch das nicht alles angucken muss, sehen wir uns gleich wieder. Ich skippe einfach mal bis zum Ende. Und Leute, nur, keine Ahnung, 7 Minuten oder so später habe ich es endlich geschafft. Ich bin am Ende der Obby angekommen. Es war nicht schwer, es hat einfach nur sehr lang gedauert. Okay, jetzt klettern wir hier einfach mal hoch. Okay, und dann noch so. Oh, solche Sprünge mag ich übrigens. Das erste Mal, dass ich sterbe und dann da hinten. Ich wollte gerade sagen, solche Sprünge mag ich übrigens gar nicht. Ich sterbe dabei immer, wenn es so ein bisschen aufwärts geht. So, das war aber peinlich. Jetzt muss ich wirklich... ich weiß nicht, ob ich da rein möchte, Sir. Na gut, ich würde sagen, Augen zu und durch. So, wir sind durch. Congratulations! You won! Was habe ich denn gewonnen? Woohoo! Yeah! Ja, das ist halt so der generische Obby-Ende-Part, den man von überall kennt. Das kann man sich so aus der Toolbox rausziehen. Und wenn ich jetzt so daran denke, ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, das hier ist wirklich ein guter Weg, um gratis Robux zu bekommen. Das ist ein guter Weg. Also nicht diese Obby zu spielen. Ich habe jetzt keine Robux bekommen. Ich werde hier auch keine Robux bekommen. Aber stellt euch vor, ihr nehmt einfach diese Obby hier aus der Toolbox raus. Solche Obbys gibt es in der Toolbox. Die könnt ihr euch da einfach rausziehen. Ladet ihr auf Roblox hoch als eigenes Spiel. Das kostet euch gar nichts. Das kostet euch vielleicht 5 Minuten Aufwand. Dann vermarktet das einmal mit Free Robux. Vielleicht müsst ihr auch einmal Werbung schalten. Tatsächlich einmal Initiativ Robux ausgeben. Dann habt ihr aber Spieler. Und die Spieler bringen euch die Robux wieder rein. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Weg, um an Robux ranzukommen. Indem ihr einfach diese Obby aus der Toolbox rauszieht und veröffentlicht. So, ich möchte... Wie viel Speed gibt es? 10, 20, 30? Ich will alles. Ein Head und dann noch so ein Part hier. Dankeschön. Yeah! Schaut mich an. Ich habe zwar keine Robux, aber ich habe solche Dinger. Was wollt ihr tun? Komm her. Ha? Oh, gibt es keine Collisions? Ich bin gestorben? Ich habe ein iPhone X. Cool, ich habe ein iPhone X. Na gut, gehen wir hier wieder raus. Free Robux funktioniert nicht. Aber was ist denn eigentlich, wenn wir nach gratis Robux suchen? Weil gratis Robux ist nicht Englisch. Das wird ja von Roblox bestimmt nicht gelöscht. Da wird es doch bestimmt welche geben. Beenden Sie Obby für Geld. 1 Million Robux. Das muss ich mir gleich immer angucken. Hier ist Squid Game. Was ist das denn?
74 Spieler, ich bin gespannt. Wenn das jetzt wieder so eine generische Obby ist, mit einem Squid Game Banner und das dieses wunderschöne Bild. 1 Million Robux, gratis Roblox, Team Seas. Boah, was ist das? Also das hier, das ist genau das, was ich meine. Zieht euch irgendeine fertige Obby aus der Toolbox raus, oh Gott. Ladet die hoch und es gibt irgendwelche Leute, die sie spielen. Es gibt Leute, die vielleicht... Also hier wurden keine Robux donated bisher. Es gibt irgendwelche Leute mit Prestige. Ich gehe mal davon aus, dass Sorrowhammer der Owner ist. Oder ein Freund vom Owner. Hier ist dieses Leaderboard, das mal wieder nicht funktioniert. Alle benutzen immer das Gleiche. Aber das ist auch eine Idee. Ich habe übrigens so ein Global Leaderboard, also sowas wie das hier, habe ich in der Toolbox kostenlos zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr benutzen. Und ich könnte da theoretisch auch sowas dazu packen, dass die ersten Plätze geladen werden. Aber dass es auch wirklich funktioniert. Also ich kann das schon easy so machen, dass es Drag and Drop funktioniert, wenn ihr wollt. Kein Problem. Naja, kann ich ein Pet haben, please. Bro, du kannst kein Pet haben. Ich bin gar nicht im Pet-Simulator drin. Ich gehe jetzt erstmal raus. Wenn wir uns im Pet-Simulator treffen, dann ja, so, nein. Gratis Robux funktioniert nicht. Dann müssen wir härtere Geschütze auffahren, Leute. Wir fahren jetzt die ganz harten Geschütze auf. Ich öffne ein neues Privatfenster und gebe ein gratis Robux. Generator Robux und Coins, damit Roblox. Hex, Roblox, das klingt doch richtig gut. Oh mein Gott. Roblox, Robux und Coins, kostenlos. Mein Gott. Menge von Coins, Robux. Ich möchte 50.000 Robux. Leute, wenn ihr jemals auf so einer Seite seid, fallt darauf nicht rein. Fallt auf gar keinen Fall auf solche Seiten rein. Die wollen euch nur scammen. Ich aktiviere hier jetzt mal JavaScript und das ist gefährlich. Ich habe immer alles Mögliche blockiert. Ich gehe keine Risiken ein. Ich aktiviere jetzt JavaScript, weil ich in einer sicheren Umgebung bin, in der mir nichts passieren können sollte. Ich akzeptiere natürlich die Cookies. Ich personalisiere sie vorher. So. Und gehe jetzt hier auf 50.000 Robux. Die möchte ich haben. Was passiert dann? Ich wähle 50.000 aus. Vor allem Menge von Coins, Roblox. Was für Coins? Der Typ, der die Website erstellt hat, der weiß wahrscheinlich nicht mal, worum es geht. Nutzername. Ich bin natürlich, Roblox Conny. Plattform PC. So. Generieren Sie jetzt. Ich generiere. Super Win. Alles kostenlos mit dem besten Generator. Suchen Sie einen kostenlosen Robux Coins Clove Generator für Supergewinn. Der funktioniert. Sie sind es leid, Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angeben zu müssen, um Robux Coins Clove zu erhalten. Endlich kommt Super Win, der Generator, der jeder Spieler oder Anwendungsbenutzer wie Sie benötigt. Nehmen Sie Ihren Spaß online für einen Spritztour und lassen Sie... Ich kann das nicht lesen. Hier sind so viele Keywords reingeklatscht. Ich liebe es. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Schritt für Schritt, wie man den Superwin nutzt. Erstens, erster Schritt, klicken Sie auf superwin.com. Sobald Sie drinnen sind, werden Sie feststellen, dass Sie eine sehr intuitive Benutzeroberfläche haben. Bla, ja. Mhm, habe ich schon gemacht. Geben Sie jetzt Superwin-Benutzernamen ein. Ja, habe ich. Wählen Sie aus Plattform, habe ich gemacht. Klicken Sie auf Start. Ja. Wählen Sie den gewünschten Ressourcen und den Betrag aus. Alles kostenlos. Alles klar, habe ich schon gemacht. Nachdem Sie zwei Elemente ausgewählt haben, wird der Benutzer automatisch überprüft. Sie sehen die generierten Ressourcen. Sie haben bereits gesehen, kostenlose, ja, okay. Erinnern Sie daran, obwohl Ressourcentyp auswählen können, den Sie kostenlos erhalten möchten, Plattformen geladen werden, bla 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 bla. Tricks und Cheats. Hier steht nichts drin. Hier steht drin, ich muss auf Generieren drücken und dann passiert's. Videoanleitung. Gib mir die Videoanleitung. Die Videoanleitung kann nicht ausgeführt werden. Ich habe doch JavaScript zugelassen. Na gut. Auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Und in irgendeiner Art werden die euch versuchen zu scammen, wenn ihr Pech habt. Dann ist in dem Moment, in dem ihr schon auf Generieren drückt, euer Roblox-Account gestohlen. Ich habe jetzt extra einen anderen Browser genommen, mit dem ich nicht in Roblox angemeldet bin und bin in einem privaten Modus. Ihr lauft wirklich riesiges Risiko, dass euer ganzer Roblox-Account gescammt wird, wenn ihr auf solche Seiten reinfällt. Macht das auf gar keinen Fall. Ich habe es mir jetzt mal angeguckt. Macht das bitte nie. Was ich auch noch mache, ist natürlich die Seite wieder blockieren. So, damit er sich das gar nicht erst merkt. Free Robux und Premium. Mhm. Auf welcher... Oh, gutefrage.net, auch immer gut. Einstellungen, alle ausschalten, Auswahl speichern. Auf welcher Internetseite kann ich kostenlose Robux für Roblox kriegen? Bitte ohne menschliche Verification. Hallo, es gibt Webseiten, bei denen du Umfragen für andere Aufgaben erledigst und Guthaben belohnt wirst. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Es gibt Webseiten, auf denen ihr Umfragen ausfüllt, indem ihr euch Werbung anschaut und dann kriegt ihr Geld. Aber ihr kriegt tatsächlich so wenig Geld, dass sich das gar nicht lohnt. In Wirklichkeit seid ihr die, die ausgemolken werden. Also macht so einen Müll nicht. Nachdem ihr euch tausende Werbungen angeschaut habt, habt ihr im Endeffekt einen Cent generiert. Ein Cent sind ungefähr ein Robux. Aber damit ihr überhaupt was bekommen müsst, müsstet ihr ja 400 Cent generieren. Das bedeutet, ihr müsstet Millionen von Werbungen anschauen und Umfragen ausfüllen. Vielleicht sogar noch Sachen kaufen. Das wollen ja auch meistens von euch. Das heißt, ihr werdet monatelang damit beschäftigt sein, so eine komische App durchzuspielen und kriegt am Ende
nichts, weil ihr es gar nicht erst schafft, genug Geld zu generieren, dass ihr es euch auszahlen lassen könnt. Fallt nicht auf so einen Scam rein. So, ich versuche jetzt noch einmal mit Robux kostenlos 2000 Treppen steigen. Das kostenlos admin. Ah, hier gehen die Leute nur auf Robux gratis Obby. Oh, das klingt gut. Das hat sogar zwei Spieler. Da muss ich mal reingehen. Da bin ich gespannt. Robux. Ah ja, gucken wir erstmal hier rein. Oh, jetzt ist der Himmel anders. Mega VIP. Was mega VIP? Diese Kiste hier. Alles klar. Also hier hat sich jemand die Mühe gemacht. Das hat er sich wahrscheinlich alles selber gebaut. Das muss ich der Person immerhin lassen. Hier sogar diese Roblox-Materialien benutzt. Also irgendwer hat sich hier ausgetobt mit der Toolbox und ist dann Robux gratis Obby genannt. Aber wir sind uns alle sicher, hier kriegen wir wieder keine Robux, wenn man das hier durchspielt. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, ob die Checkpoints funktionieren. Ich hoffe mal, dass die Checkpoints funktionieren. Dafür gibt es fertige Scripts und es gibt auch schon fertigen Plays vom Roblox-Studio, das einem so fertige Scripts dafür bietet. Das heißt, eigentlich kann man bei einer Obby gar nichts falsch machen. Ich will hier aber nicht mehr kommen. Das lassen wir jetzt sein. Ich springe einfach mal runter und ich muss komplett aus der Map rausfallen, okay? Und wo spawne ich wieder? Spawne ich überhaupt wieder? Ich spawn wieder hier. Okay, die Checkpoints. Doch, jetzt bin ich hier. Alles klar, okay, es funktioniert irgendwie. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Ich gehe hier wieder raus und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr wirklich gratis Robux bekommen könnt. Und an alle Handyspieler, es tut mir leid, ihr braucht einen Laptop oder einen PC. Ich starte jetzt Roblox Studio. Roblox Studio bekommt ihr, wenn ihr hier oben auf Erstellen drückt. Ja, und in Roblox Studio angekommen, seht ihr erstmal so eine Seite mit solchen Templates. Ich habe schon ein Video gemacht, wie man anfängt, Roblox-Spiele zu entwickeln. Das empfehle ich euch sehr, wenn ihr damit anfangen wollt, weil so könnt ihr wirklich gratis Robux machen. Und das legit, indem ihr einfach Roblox-Spiele entwickelt. Schaut euch das Video an, das ich verlinkt habe in der Endcard oder oben in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung vielleicht auch. Da werde ich euch die Einführung zeigen. Zum Beispiel, was eine Obby angeht. Ihr könntet hier zum Beispiel einfach auf Obby raufklicken. Dann wird schon ein fertiges Obby-Template geladen. Das hier habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das Template solltet man kennen. Hier ist einfach so ein Standard-Obby-Template. Man kann hier oben einfach mal auf Play drücken und dann startet er zu spielen. Ich springe einfach durch. Hopp, 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 hopp. Wunderschön. Und die Obby funktioniert schon. Das heißt, alles, was ihr machen müsst, um eine eigene Obby zu bauen, ist einfach in diesem Studio das Ding weiter zu basteln. Wenn ich jetzt hier raufgehe und dann sterbe, dann spawne ich wieder hier auf den Checkpoint. Also, dass die Obby funktioniert. Um die Obby weiterzubauen, macht ihr einfach sowas wie, ihr nehmt jetzt zum Beispiel das hier, drückt STRG D, rüberziehen, hochziehen. So, und die nächste Stage ist gemacht. Dann braucht ihr vielleicht noch einen Checkpoint. Ziehen wir hier rüber. Und der nächste Checkpoint ist gemacht. Und so baut ihr euch eine Obby. Vielleicht wollt ihr die Atmosphäre verbessern. Dann könnt ihr in die Toolbox gehen und zum Beispiel Sky eingeben. Dann gibt es hier verschiedene Skies. Wir nehmen einfach mal diesen coolen Sky hier. Bam. Wunderschön. Jetzt haben wir uns eine Obby gebaut. Oder ihr könnt einfach in die Toolbox eingeben und schreibt hier Obby rein. Ich gebe einfach mal Full Obby ein. Keine Ahnung, die haben alle schlechte Bewertungen hier. The Club. Keine Ahnung, ich nehme einfach mal Gamer Fun Obby Full. Zieh die rein, das dauert jetzt eine Weile, weil das ein Riesending ist. Und wer weiß, wie viele Viren in dem Ding drin sind. Aber wir ziehen das einfach mal rein. Wir haben eine Obby geschafft. So, ich würde sagen, das alles schiebe ich einfach mal ein bisschen höher. Nimm dann diese fertige Obby, die wir haben. Lösch alles, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir hier eine Obby. An der Obby sind die Leute richtig lang beschäftigt. Ihr könnt hier umbauen, was ihr wollt. Drückt einfach auf Play. Ah, guck mal, da wollte schon jemand API Services angreifen. Mal gucken, wofür das wäre. Ja, dann geht man hier rein. Ach, die Obby, die kennt man. Die kennen wir doch schon. Also diese Obby habe ich schon ein paar Mal gesehen. Man fängt hier an, spielt das hier einfach durch. Ja, habe ich schon bei vielen Leuten gesehen. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Kit, aber genau so könnt ihr das machen. Und dann drückt ihr einfach oben auf Game Settings, dann publish das Game, dann ladet es hoch, schreibt Free Robux rein. Haut euch ein Donation Board rein und ihr kriegt einfach Robux, wenn das Leute spielt. So kriegt ihr wirklich Free Robux, aber nicht, wenn ihr solche Obbys spielt. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wie man Roblox-Spiele richtig entwickelt, wie man irgendwas Spezielles macht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache dazu Videos. Es dauert nur länger, weil es ist halt ein bisschen anstrengender für mich, solche Videos zu produzieren. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das war's und ciao!